So. So, ein bisschen zurück. So. Es ist hier echt so geil, dass er das vorne mit runter macht. Na gut, da kommt noch ein bisschen Weg vor zum Vorschein. Das macht aber gar nichts. Gucke ich gerade, ob hier auch noch was ist. Ja, hier ist noch minimal was, aber gut, egal. Das machen wir nachher. Wo ist der andere? Da. Ihm fahren wir jetzt erstmal wieder rüber, das eine Feld fertig machen. Hier, das müsste ja auch schon schön im oder am Wachsen sein. Genau, hier 30. Erntereif Kraut entfernen. Wie der denn drauf? Genau, erntereif Kraut entfernen. Nee, das ist die kleine, ist die erste helle Phase. Das muss natürlich erst hier jetzt durchwachsen und dann durch die Erntereifstufen geht es ja immer wieder hoch. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Also hier sieht man, glaube ich, auch noch nirgends was. Ne? Nee, hier sieht man nirgendwo was. Nee, das ist alles noch. Aber ich glaube, es wächst genauso wie alle anderen Sachen einmal am Tag. Von daher dauert das jetzt eh ein paar Tage, bis sich da das Gras komplett entwickelt hat hier. In der Zeit müssen wir natürlich uns beschäftigen. Deswegen habe ich nämlich eben auch schon einmal Holz gemacht. Wir werden danach noch ein paar Mal Holz machen müssen, bis sich das entwickelt hat hier. So. Genau, hier funktioniert alles, das läuft hier. So, dann gehen wir jetzt. So, na, ihn. Komm, ihn lassen wir erstmal hier stehen. So, Handbremse. So, fahren wir mit ihm nochmal runter. Dem Schneidwerk hier. So. Ja, dann machen wir es eher den ersten großen Verkauf, ne? Damit ist dann unser Schicksal auch quasi besiegelt. Mal den jetzt hier verkaufen. Ich meine, wir können uns zwar wieder einen Drescher kaufen, aber nicht wieder so einen. Was heißt so einen? Aber wir wollen uns ja nicht wieder so einen kaufen und von daher ist es erstmal vorbei mit Landwirtschaft und Stroh und so weiter. Können zwar nur halt, wie gesagt, man hätte zwar überlegen können, sich den zu behalten und das kleine Feld unten noch mit Gerste immer wieder anzusehen, aber das hat ja auch keinen Zweck. Wozu? Ganz ehrlich, wozu? Das, den Mist, den wir dann erwirtschaften, wenn wir mit der Landwirtschaft wieder richtig anfangen, sobald die BGA einigermaßen läuft, kommt natürlich als erstes dann Weizen und Gerste drauf, das wird eingestreut und mit 60 Kühen kriegen wir dann auch Mist. Das ist nicht das Problem. Und so lange brauchen wir aber auch keinen Mist. Und ob die jetzt 80 oder 70% Produktivität haben, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Silage müssen wir zwischendurch sowieso immer wieder machen. Das zieht trotzdem noch an unseren Nerven, in Anführungsstrichen. Von daher brauchen wir die auch nicht noch mit zusätzlicher Landwirtschaft, die wir auch noch irgendwo unterbringen müssen mit viel zu kleinem Gerät, belasten. So. Nicht einkaufen, verkaufen. So, 63.000 verkaufen, 12.000, 10.000. Alle wegverkauft. Jetzt gehen wir hier drüben an unseren Bankautomaten. Wir können nämlich hier schon mal zurückzahlen. Zurückzahlen. Wo ist denn der Kredit jetzt? Da, die Kreditzinsen, sonst die Einnahmen einer Lohnzahlung. Bei Fahrzeugen. Wo ist denn der Kredit? Da. Zup, 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 zup. Und wir sind kreditfrei. Wir haben keinerlei Kredit mehr. Kredit ist verschwunden. 0 Euro Kredit. Kreditlinie steht ja 200. Hier unten können wir höher gehen. Können es natürlich jetzt jederzeit welchen holen, zurücknehmen. Der wird ja weiterhin nicht beeinflusst. Das
Sehr schön, sehr schön. Wir sind kreditfrei. Ach, wie herrlich. Keine Schulden belasten einen. Wunderbar. Wunderbar. So, mit ihm. Wollten wir auch verkaufen gehen? Und zwar nur das, was wir auch kaufen können. Und zwar den Schwader zum Beispiel. Den vergrößern wir jetzt schon mal. So, das steht noch so dominant hier vor. Den vergrößern wir jetzt. So, komm mit. Da wird jetzt der große Schwader draus. Also jetzt das erste Mal, dass wir uns so einigermaßen vergrößern. Hier die Wiese wird natürlich auch die ganze Zeit mit beerntet, logischerweise. Wahrscheinlich auch die Seite, weil überall, wo wir Gras rausziehen können, das werden wir nutzen. Und dann wird es richtig eine richtig schöne BGA, die richtig schön läuft, richtig schön angefüttert ist. Die wir dann auch mal eine komplette Woche einfach so stehen lassen kann. Ah, ich freue mich schon da drauf. Ich freue mich schon drauf. So, einmal hier abbiegen. So. Fahren wir einmal hier hin. Und für 10.000 verkaufen. Ja, das wollen wir natürlich. Jetzt gehen wir mal kurz hier in den Shop und kaufen uns unseren Schwader. Den hier mit 32.000. Auswahl und gekauft. Okay. Zurück, zurück. Da ist der große Schwader. Kann man natürlich auch gleich mal ausklappen, damit ihr mal seht, wie der aussieht. So. Fahren wir jetzt mal so schön davor. So. So. Fahren wir mal aus. So, die vorderen Arme klappen sich dann halt so aus. Hat man hier die Größe, lässt ihn runter. Und dann gehen es quasi die vorderen Kreise, schmeißen das vor die hinteren und die hinteren schmeißen es in der Mitte zu einer Schwarze so zusammen und dann kann man das so ziehen und dann alles gut. Genau, die fahren jetzt wieder in die Mitte und dann. So. Ups, 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 ups. Ein bisschen zu stark gelenkt. So. Zieh, Forest, zieh! Der jetzt was anderes als das kleine Plepperzeug. Noch 57.000, mal gerade gucken. Also hier den kaufen wir nicht. Nicht aus dem Grund, weil wir es uns nicht leisten können, sondern weil der 190 PS braucht. Und zwar Mähwerk Kuhne 1,40, 42.000 könnten wir uns sogar holen. 42.000. Könnten wir hier schon mal ein bisschen Gras machen. Ne? Auch mal oben die beiden voll füttern und dann im Gras immer noch mal überlegen, ob wir den dann. Oder könnten wir zumindest doch schon mal alles abmähen hier und dann kann das neu nachwachsen. So.
Weiß gar nicht, ob das vielleicht jetzt niedrig genug ist. Probieren wir es doch einfach mal. Ob man das da jetzt so reinschieben kann. Ich glaube zwar nicht, aber. Ups, 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 ups. Sollte man schon auch schon gucken, wo man hinfährt. Das hatte ich ja schon mal gesagt, irgendwie heute in der Aufnahme. Das heißt, ne? Also für mich heute, für euch die Woche über. Nein, natürlich nicht. Komm, dann nehmen wir den Zeter erstmal mit nach hoch. Den. Obwohl, wir fangen natürlich hier unten an. Nein, wir nehmen ihn nicht mit hoch. Das macht keinen Sinn. Wir müssen ihn nachher eh nur wieder runterbringen. Lassen wir ihn hier so am Straßenrand stehen. So. Das andere Mähwerk für hinten, das verkaufen wir dann Scharpeter. So, verkaufen wir das jetzt noch? Warte mal, wir gucken erst nochmal. Hier sind wir fast fertig. Der braucht noch ein bisschen. Komm, wir verkaufen das jetzt noch. Verkaufen wir es jetzt noch. Nehmen wir den erstmal davor weg. So. So. Fahren wir das mal hier rein. Dann nehmen wir uns das hier von nebenan mit. Und so, und holen uns das von Kuhne. Na komm, wir fahren wieder Straße. Genau. Holen das dann schon mal. Dann haben wir schon mal Mähwerk. Wir haben eine größere Schwade. Wir könnten theoretisch dann Gras machen. Und Grasballen. Der Zeter kostet aber auch nicht so viel. Und das könnten wir sogar dann noch mit einer Holzlieferung das nächste Mal machen. Mit dem Zeter. Den zu holen. Und dann hätten wir halt erstmal den großen Batzen von 128.000 vor uns, um Heu machen zu können. Also um Heuballen machen zu können. Heu können wir natürlich vorher schon machen. Das ist ganz klar. Aber Heu müssen wir halt in Ballenform pressen. Es geht halt nicht anders. Und die Quaderballen sind halt für die BGA, finde ich, angenehmer gefühlt als die Quaderballen. Auch wenn man mit den Quaderballen mehr machen kann. Achso, ich muss ja das erstmal ausklappen, sonst kann man sich abhängen. Ja, auch noch absenken, genau. Dann wird das was mit dem Nachbarn. So, den verkaufen wir auch noch. 4900, Novocat. Einkaufen. Motz, Mähwerke, Kuhne. So, jetzt haben wir noch 19.000. Das nehmen wir direkt wieder mit. So, was können wir natürlich an ihm nicht betreiben. Mal gucken, ob es überhaupt angeht an ihm. Gehen wir davon aus, dass es nämlich nicht angeht. Doch, geht sogar noch an. Ja, geht sogar noch an. Haben wir da eigentlich noch was machen? Um Mähwerk zuklappen. Anschalten, senken. Nee. Hätte sein können, dass man die hinten noch so hoch und runter machen kann, aber gerade die ganzen Tasten nochmal durchprobiert, das geht aber nicht. So. Haben wir das nämlich auch. Jetzt haben wir das große Mähwerk. Dann haben wir den großen Schwader, den großen Zeter müssen wir uns dann noch holen. Das machen wir bei dem nächsten Mal, indem wir noch einmal Holz fahren. Ups. Und dann haben wir das ganze Mähzeug schon mal zusammen. Dann brauchen wir nur noch was für die Ballen in die BGA. Und den guten Anhänger für 5.000, aber ne. Das erwähnen wir jetzt mal nicht, das sind ja Peanuts.
So, das geht natürlich. Gucken wir, ob wir den ausgeklappt abhängen können. Selbst wenn, wir kommen ausgeklappt nicht rein. Auch das müssen wir dann jeder vorstellen. Wir müssen uns doch mal einen anderen Standort voraussuchen. Als den hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal. Wir sind schuldenfrei. Das ist das Wichtigste für diese Aufnahme. Keinerlei Schulden mehr. Wir fahren mit ihm jetzt nur noch zurück und dann war's das auch. Ich bin froh, dass mein Hals das überlebt hat. Also mein Hals nicht, aber meine Husterei. Und bin mal gespannt, wie weit die da oben sind, die Hanselpansel. Wir haben jetzt fast 2 Stunden herumgeackert. Aber wir haben es geschafft. Haben wir jetzt hier schön am Hydranten parken war. So. Er ist fertig. Sehr gut. Da müssen wir noch einmal lang gehen. Oh mein Gott. Er ist hiermit zumindest auch fertig. Da gehen wir da nochmal in der nächsten Folge dran lang, bevor wir ihn starten. Und dann, ja, sind wir fertig für die Folge. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Nemesis.